Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Wilhelm Schmidt-Bonn, die letzte Botenfrau. Jeden Tag war die Frau auf der Landstraße zu sehen. Einen Tag kam sie aus dem Hinterland und ging der Stadt zu, den nächsten kam sie aus der Stadt und ging dem Hinterland zu, und den dritten verfolgte sie wieder das Ziel des ersten. Die Leute in den drei Dörfern am Wege kannten die Frau schon, als sie selber noch Kinder waren und mit bloßen Füßen am Wiesenrand saßen. Jetzt waren sie grauhaarig geworden und trugen die Rücken krumm. Und die Frau ging und kam immer noch wie damals. Immer noch wie damals ging sie neben ihrem Karren her, der auch noch derselbe war, und auf dem sie Kisten und Säcke und einzelne Möbelstücke aufgeladen hatte. Immer noch setzte sie die Knie unter dem blauen Rock weit vor wie ein Mann, obwohl sie nur klein von Gestalt war. Immer noch knallte sie mit der Peitsche in der Luft. Immer noch sah sie mit ihren hellen, grauen Augen über das Ackerland nach rechts und nach links. Die Leute, die auf dem Acker hinter den Pflügen hergingen oder abends auf den Bänken vor der Tür saßen, riefen ihr zu: "Guten Morgen" oder "Guten Abend". Sie rief die Antwort hinüber mit ihrer hellen, klaren, wie Metall klingenden Stimme und winkte mit ihrer Peitsche, sagte aber kein Wort weiter, blieb auch keinen Augenblick stehen. Wenn sie vorbei war, sagten die Leute: "Die ist nicht zur Vertriebe. Wenn uns Kinder grau Haar han, dann löf sie immer noch rum." Und wirklich, das Alter schien es nicht fertig zu bringen, die kleinen Füße dieser Frau, die in eisenbeschlagenen Schuhen fest über die Landstraße hinschritt, müde zu machen und zur Ruhe zu bringen. Der Frau hingen sogar noch, obwohl sie mindestens 80 zählen musste, schwarze Haarsträhnen aus dem Kopftuch heraus.